Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man eine Raumtemperaturreglerfunktion mittels eines Tastsensor 3 Plus realisiert. Hierfür gehen wir in die Parameter des Tastsensors, öffnen das produktspezifische Parametrierungsprogramm und gehen in die Raumtemperaturreglerfunktion. Hier ist schon eingeschaltet standardmäßig und ich gehe in den Menü Regler allgemein. Ich habe einen Regelkreis zum Heizen, ich habe eine stetige PE-Regelung und habe eine Fußbodenheizung. Dann ändern sich alle weiteren Parameter. Die Betriebsumschaltung regle ich über eine Werteingabe. Und ich habe einen Komfortbetrieb nach Reset. Der Ventilhitzeschutz geht über den Frostschutzbetrieb. Und ich kann hier, falls ich einen Fensterstatus mit einbinde, eine Verzögerung des Frostschutzbetriebs einschalten. Jetzt gehe ich in den Parameter Stellgrößen Statusausgabe und ich sende die Stellgröße bei Änderung um 3%. Die Zykluszeit der Stellgröße ist bei 15 Minuten und das automatische Senden liegt bei 10 Minuten. Die Ausgabe der Stellgröße ist normal bestromt. Das bedeutet, das Ventil ist bestromt beöffnet, die Stellgrößenbegrenzung ist deaktiviert, ich bekomme keine Meldung heizen, ich habe den Regler KNX konform und belasse das so bei. Die Sollwertausgabe kann ich hier noch einstellen, Basissollwert liegt bei 21 Grad, die Änderungen des Basissollwerts werde ich nicht dauerhaft übernehmen. Das bedeutet, dass nach einer Betriebsumschaltung die Sollwertverschiebung wieder bei 0 ist. Hier unten sehen wir auch immer eine direkte Hilfe zum jeweiligen Punkt. Die Basissolltemperatur ist ratsam, diese dauerhaft zu übernehmen, da hier, falls eine Visualisierung zum Trage kommt, die Basissolltemperatur immer geändert werden muss. Änderung der Suspend-Bulb-Temperatur ist deaktiviert, genauso die Nachttemperatur. Diese Objekte sind hier unten fest eingetragen, dass hier vom Basissollwert jeweils 2 Kelvin oder 4 Kelvin Unterschied betragen. Die Raumtemperaturmessung erfolgt intern. Ich kann hier noch einen Abgleich vornehmen und das zyklische Senden der Temperatur setzen wir auf 10 Minuten. Die Reglerfunktionalität kann ich hier noch einstellen, das heißt Anwesenheitserfassung und so weiter. Haben wir keine. Bediener, Regler sperrbar, nein. Regler abschalten, nein. Ventilschutz haben wir auch nicht. Und der Raumtemperaturregler enthält noch eine Heizungsuhr, die wir nun auch nicht beachten werden. Zur Realisierung benötigen wir hier noch einen Heizungsaktor. Ich werde hier den TXA204C von Haager verwenden. Nachdem wir dieses Gerät importiert haben, benenne ich es hier wieder mit Montageort und ja, Betriebsmittelbezeichnung. Ich nenne das jetzt einfach mal D2. Im Heizungsaktor kann ich hier noch unter Kommentare sagen, Kanal 1 ist Heizung Raum 1. In den Parametern kann ich dann einstellen, dass der Ausgang 1 eine Heizung ist und kann hier nochmal die Zykluszeiten einstellen. Ich war hier bei 15 Minuten im Raumtemperaturregler und somit sind eigentlich die grundlegenden Einstellungen abgeschlossen. Nun kann ich in der Gruppenadressenansicht meine Hauptgruppe Heizung anlegen und für die Regelung reicht mir hier eigentlich die Stellgröße
aus. So, nun sage ich hier Heizung, Entschuldigung, Heizung Raum 1, Stellgröße und verknüpfe hier die Stellgröße mit dem Raumtemperaturregler. Stellgröße heizen. So, prinzipiell, wenn ich die Geräte jetzt parametrieren würde, würde die Heizungsregelung funktionieren. Allerdings haben wir noch fünf weitere wichtige Werte, die für eine Visualisierung zwingend vorbereitet werden sollen. Das ist zum einen die Ist-Temperatur. Die Solltemperatur. Das da. Das ist zum einen die Ist-Temperatur. Die Solltemperatur. Der Basis-Sollwert. Die Betriebsumschaltung. Und der Reglerstatus. Hier kann ich nun meine Objekte wieder jeweils in die Objekte kopieren, umbenennen, meine Kommunikationsobjekte verknüpfen und wenn das abgeschlossen ist, ist die Vorbereitung für eine Visualisierung in dem Sinn größtenteils abgeschlossen. Natürlich ist das Umbenennen hier mühsam im ersten Augenblick. Allerdings, wenn man hier alle Heizungen, gehen wir mal von 15 Heizungen in einem Gewerk aus, umbenennt, dann kann man dies über die Funktion Suchen ersetzen hier im rechten Bereich tun und somit ist das ein relativ schneller Prozess. So, die Betriebsumschaltung kann man hier direkt verknüpfen. Der Basis-Sollwert kann man auch verknüpfen. Das ist der Fensterstatus, den ich vorhin angesprochen hatte. Bei 0 haben wir keinen Fensterstatus. Sobald hier eine logische 1 eintreffen würde, würde ich jetzt diesen Fensterstatus verknüpfen, würde bei Eingabe der Verzögerung, die ich vorhin angesprochen habe, ein Frostschutzbetrieb ausgelöst werden. Die aktuelle Sollwertverschiebung betrifft die Verstellung am Touchsensor selbst. Diese haben wir jetzt nicht ausgegeben. Dann haben wir hier den Status Betriebsmodus, den kann ich hier nochmal als Rückmeldung parallel auf die Betriebsumschaltung setzen, die Solltemperatur verknüpfen und den KX-Status betrifft den Reglerstatus. So. Was der Taschensensor noch hat, ist die Datum- und Uhrzeitsanzeige, falls eine Wetterstation mal in Betrieb kommt oder über eine Visualisierungssoftware die Uhrzeit auf dem Bus gesendet wird, kann ich hier nun in der Zentralhauptgruppe eine Mittelgruppe anlegen, die nennt sich Datenlogik. Ich benenne die um, ich sage, das ist meine siebte. Und
eine Hauptgruppe Wetter. Das ist meine sechste Hauptgruppe und würde hier die Außentemperatur, wobei und somit hätte ich dann die Uhrzeit und die Außentemperatur direkt schon mal vorbereitet für eine eventuell später nachgerüstete Wetterstation. Vielen Dank.